Gut. Dann fange ich besser mal an, nach Läden für Künstlerbedarf mit dem Namen Müller zu suchen. Nein, so ein Laden verkauft sicher keine Rollen wie die mit dem Bild. Der könnte passen, denke ich. Sieht aus, als hätte ich es fast geschafft. Ich muss nur eine Auswahl überprüfen. Irgendwas stimmt da nicht. Diese drei sind eine gute Basis, mit der ich arbeiten kann. Vielleicht kann ich ja mit Hilfe der Karte ein paar ausschließen. Dieser Laden könnte die Bilderrolle verkauft haben. Naja, vielleicht. Okay, es ist am wahrscheinlichsten, dass eins dieser drei Geschäfte die Bilderrolle verkauft hat. Jetzt muss ich das Richtige auswählen. Dieser Antiquitätenladen ist vermutlich meine beste Chance. Die Adresse behalte ich besser. Ich muss nur das Bild aus meinem Zimmer holen. Dann kann ich los und es dem Antiquitätenhändler zeigen. Ich hoffe, es ist noch genauso ruhig, wenn ich zurückkomme. Allein am Feuer sitzen klingt verlockend. Ob der noch heizt? Hans! Laut diesem Flyer? Ist er auf einer seiner Reisen nach Wagen gekommen? Katjuschas Punkband. Die hätte ich furchtbar gern mal gesehen. Ach.
Die mickrige Summe, die ich zusammensparen konnte, seit ich aus dem Bergwerk entkam. Perfekt. Ich muss das Gemälde nur zu dem Antiquitätenladen bringen, den ich vorhin gefunden habe. Vielleicht kann Frau Wagner mir sagen, wie ich dorthin komme. Ich finde sie, Katjuscha. Wie versprochen. Und wir finden heraus, wer sie ist. Oder war. Hübsch. Es ist eine Ewigkeit her, dass ich solch traditionellen Komfort genossen habe. Das Zimmer ist nicht so gemütlich wie eine Jukoljurte, aber dafür viel größer. Wie seltsam, hier in Wagen zu sein, nachdem ich monatelang auf einem Motorrad von Osten nach Westen gereist bin. Nachdem ich mich mit Hilfsjobs durchgeschlagen habe, um die Reise zu finanzieren und mir diesen Gasthof eine Weile leisten zu können. Zum Glück hat Frau Wagner mich trotz meines Aufzugs und meiner bescheidenen Mittel aufgenommen. Das waren noch Zeiten, als Marson und Lormund für meine Spesen aufkamen. Es kommt mir vor, als gehörten diese verblassenden Erinnerungen jemand anderem. Ich habe mich sehr verändert. Nach Marms und Katjuschas Tod hat die Suche nach meiner hypothetischen Doppelgängerin mich gepackt. Mich sogar getröstet. Und ich habe Katjuscha versprochen, sie zu finden. Ich glaube, das ist Frau Wagners Zimmer. Ach, ich verstehe, warum die Wagner ihre Stadt das Herz Europas nennen. Sie liegt buchstäblich in der Mitte. Das ist nicht mein Zimmer. Da gehe ich besser nicht rein. Hier ist es sehr ruhig. Seit ich gestern angekommen bin, habe ich noch keinen Gast getroffen. Ist mir nur recht. Ha, 3 Jahre lang keine E-Mails gelesen. Ich sollte wohl meinen Posteingang aufräumen. Ah, schon besser. Oh mein Gott, Moms Begräbnis war vor Monaten. Ich wünschte, du könntest bei mir sein, Katjuscha. Wir hätten den Laden gemeinsam gefunden.
Jetzt verstehe ich, warum dieser Stadtteil Blumenviertel heißt. Hallo, meine Liebe. Und Frau Walker, waren die Dokumente hilfreich? Ja, ich habe sogar den Laden gefunden, den ich gesucht habe. Herzlichen Dank, Frau Wagner. Gut. Sagen Sie Bescheid, wenn ich Ihnen noch irgendwie helfen kann. Dürfte ich Ihnen ein paar Fragen über Ihren Gasthof stellen, Frau Wagner? Oh, nur zu gern. Was möchten Sie denn wissen? Heute scheint es ruhig zuzugehen. Oh, um diese Zeit sind nie viele Gäste da. Also, ist das auch ein Gast? Oh ja, sie ist heute angereist. Eine ältere Dame aus England. Eine ehemalige Offizierin, wenn ich es recht verstehe. Angeblich ist sie in einer unangenehmen Angelegenheit hier. Ein Begräbnis, wie ich höre. Ach. Ja, Frau Walker. Und seit sie hier ist, hängt sie ständig am Telefon. Ich würde gern mehr über Sie wissen, Frau Wagner. Oh, da gibt es wirklich nicht viel zu erzählen. Zumindest nichts Weltbewegendes. Aber Sie hatten doch sicher ein ereignisreiches Leben, oder nicht? Nun ja, ich bin kurz nach dem Krieg hier in Wagen geboren und habe es nie verlassen. Ich führte den Gasthof mit meinem Mann, bis er vor ein paar Jahren starb. Das tut mir leid. Also nichts Bemerkenswertes. Andererseits haben wir auch nie das Abenteuer gesucht. Aber wir waren glücklich, mein Mann und ich. Das Zimmer ist perfekt. Danke vielmals. Sie brauchen mir nicht zu danken, Frau Walker. Es ist meine Pflicht, dafür zu sorgen, dass es den Gästen gut geht. Und es erscheint nicht jeden Tag mitten in der Nacht eine junge Dame aus Amerika auf einem Motorrad, die ein geheimnisvolles Geschäft sucht. Ich komme mir vor wie in einem Kriminalroman. Ich habe ein paar Fragen zu Wagen. Gut, denn wenn Sie mich zur neuesten wissenschaftlichen Entdeckung befragen würden, hätte ich passen müssen. Aber was Wagen angeht, sind Sie bei mir richtig, meine Liebe. Was können Sie mir über das Viertel sagen? Es ist einer der ältesten Teile von Wagen. Ein Arbeiterviertel. Ich und ein paar andere Relikte, die hier wohnen, versuchen Modernisierung und Massentourismus aufzuhalten, so gut wir können. Andere Viertel haben da nicht so gut aufgepasst. Und die Anwohner waren gezwungen, ihre Wohngegend zu verlassen, weil die Mieten so gestiegen sind. Um ehrlich zu sein, hatte ich noch nicht wirklich Zeit, viel über Wagen und die Umgebung herauszufinden. Was muss ich wissen? Zum einen ist Wagen sehr alt und berühmt für seinen Charme und seine Kultur. Die Umgebung zieht hauptsächlich Bergsteiger an, da wir hier so nah an den Schweizer Alpen sind. Die Ufer der Dombre, des längsten Flusses im Land, sind ideal für Sommerfrischler. Das Geschäft, das ich suche, befindet sich offenbar in Wagens Antiquitätenviertel. Können Sie mir sagen, wie ich vom Gasthof aus dorthin komme? Da nehmen Sie am besten die Trambahn. Das Stadtzentrum ist eine reine Fußgängerzone. Da nützt Ihnen Ihr Motorrad nichts. Die nächste Haltestelle finden Sie oben an der Treppe, wenn Sie vom Gasthof aus nach rechts gehen. Meine Suche hängt eng mit der Region Wagen zusammen. Können Sie mir etwas von Ihrer Geschichte erzählen? Sehr gern. Die Frau, nach der ich suche, muss 1937 etwa 18 Jahre alt gewesen sein. War das ein wichtiges Jahr in der Geschichte von Wagen? Nicht, dass ich wüsste. Nein, ich bin kein Historiker und ich war damals noch nicht geboren. Ich weiß nur, dass es in den folgenden Jahren richtig schlimm wurde mit dem Zweiten Weltkrieg. Es muss also eine gute Zeit für faschistische Ideologien gewesen sein. In der die braunen Schatten bloß eine der Fraktionen waren, die an die Macht wollten, mit Hassparolen. Ich habe durch ein Gemälde, das im Zweiten Weltkrieg von den braunen Schatten geraubt worden sein muss, von der Frau erfahren, die ich suche. Nicht überraschend.
Wagen und ganz Ostertal wurden kurz vor dem Krieg von den Faschisten annektiert und besetzt. Sie plünderten, raubten und brandschatzten alles, was sie konnten, wie in allen besetzten Teilen Europas. Momentan fällt mir nichts ein. Danke für Ihre Zeit. Sie dürfen jederzeit wiederkommen, falls Sie noch Fragen haben. Entschuldigung, aber ich bin mitten im Gespräch. Einen schönen Tag, Frau Walker. Gasthof Dombre. Ich habe gelesen, dass die Dombre der längste Fluss in Ostertal ist und durch Wagen fließt. Schade, dass praktisch ganz Wagen nur für Fußgänger ist. Nach so vielen Monaten ist mir das Motorrad ans Herz gewachsen. Haben Sie gehört, was das Tauwetter auf dem Berg zutage gebracht hat? Am Teufelskragen? Da war vor kurzem etwas in den Nachrichten. Gibt es denn was Neues? Sie vermuten, dass es sich um Überreste aus dem Zweiten Weltkrieg handelt, als alpine Widerstandsnetzwerke Flüchtlinge in die Schweiz brachten. Üble Zeiten waren das. Ja, nicht die besten Zeiten in unserer Geschichte. Typisch für die Stadt nach allem, was ich bisher von der Architektur gesehen habe. Ein Antiquitätenladen, aber nicht der, den ich suche.
Müller? Einfach geradeaus, nicht zu verfehlen. Nein, das ist nicht der Antiquitätenladen, den ich suche. Hallo. Seit der Zeit im Bergwerk habe ich komplett den Appetit verloren. Andererseits ist Wagen weltberühmt für seine Kuchen. Müller und Söhne. Das muss der richtige Laden sein. Dachte ich's mir doch. Also war Hans tatsächlich hier in Wagen. Das Firmenzeichen auf der Kugel beweist es. Wozu dieser Automat wohl gut war? Ich muss ihn mir näher ansehen. Das heißt, wenn mich jemand reinlässt. Erinnert mich an den Bazar der Yukol. Manchmal vermisse ich es wirklich, mit ihnen unterwegs zu sein. Selbst Simon Steiner hätte das nicht besser hingekriegt. Ich hoffe, ihm und seiner Enkelin geht's gut. Für ein authentisches Viertel. Da kommen Erinnerungen hoch. Aber ich sollte jetzt Müllers Geschäft suchen. Inventur. In dringenden Fällen dreimal klingeln. Kann ich helfen? Ja, tut mir leid, wenn ich störe. Ich sollte mit dem Antiquitätenhändler reden. Umschauen kann ich mich später. Ich war mitten in der Inventur. Ist es dringend? Hi. Ich meine, guten Tag, Herr Müller. Guten Tag, Fräulein. Ich mache Inventur, bin beschäftigt. Oh, tut mir leid, Sie zu stören. Aber wenn ich darf, würde ich Ihnen gerne ein Bild zeigen. Ein Bild? Ja, von jemandem, den ich suche. Eine junge Frau, die aussah wie ich. Ich habe viel zu tun. Aber na gut, ich höre. Sehen Sie? Hier steht der Name Ihres Geschäfts. Ja, das Etikett kommt definitiv von ihr. Ist aber sehr alt. Es ist der einzige Hinweis, den ich auf den Verbleib der Frau habe. Verstehe. Ich vermute, wem auch immer das Bild gehörte, muss hier Kunde gewesen sein. Bevor das Gemälde im Zweiten Weltkrieg von den braunen Schatten gestohlen wurde. Das ist sehr gut möglich. Das war, als der Laden noch Künstlerbedarf verkaufte.
Wie Sie sehen, haben wir solche Artikel nicht mehr im Angebot. Dürfte ich vielleicht mal sehen? Nur zu gern. Mir wurde gesagt, ich sehe aus wie die abgebildete Frau. Zweifellos etwas übertrieben. Aber wissen Sie eventuell, wer sie gewesen sein könnte? Das ist keine Übertreibung, Fräulein. Tatsächlich sieht sie aus wie Sie. Aber pardon, ich kenne sie nicht. Wissen Sie vielleicht etwas über den Künstler? Nun ja, ich würde sagen, der Stil ist naturalistisch. Was bei dem Datum ja auch Sinn ergibt. Die Signatur ist sehr blass. Soweit ich das erkennen kann. Nein, nein, der Name sagt mir nichts. Tut mir leid, Fräulein. Wie kann es sein, dass die Rolle aus Ihrem Laden kommt? Dem Datum nach muss das Bild zu Zeiten meines Großvaters gemalt worden sein. Damals haben wir noch Künstlerbedarf verkauft. Mit dieser Art von Rolle wurden Gemälde geschützt. Oder Dokumente, ein Manuskript oder auch Musiknoten. Ansonsten kann ich Ihnen nicht viel mehr sagen. Schade, Sie waren meine letzte Hoffnung. Ich kann Ihnen sagen, wo es gemalt wurde, falls das hilft. Oh? Ja, ich bin mir sicher. Das ist die Berghütte am Silberspiegel. Im Hintergrund kann man den Bergkessel sehen. Er liegt oberhalb von Wagen und zieht sich bis zur Schweizer Grenze. Aha. Man kommt mit der Tram hin, nach Südosten und an der Endstation raus. Danke, Sie haben mir sehr geholfen. Es ist aber noch eine ordentliche Wanderung bis zur Hütte. Oh, das schaffe ich. Brauchen Sie noch etwas? Tatsächlich, ja. Ich habe in Ihrem Schaufenster etwas gesehen, dort. Eine Metallkugel, in der das mechanische Herz eines Automaten funktionieren könnte, das ich besitze. Ja, sie ist ein echter Vorarlberg. Dürfte ich es mal probieren? Aber natürlich. Ich hole sie. Bitteschön. Danke. Irgendwas klemmt da.
aus, als wäre da etwas unter den Schuppen. Hans Logo. Falsch. Oh, nochmal von vorn. Falsch. Oh, nochmal von vorn. Falsch. Oh, nochmal von vorn. Falsch. Oh, nochmal von vorn.
Ein Vorarlberg-Schlüssel. Dass Sie wieder am Leben sind. Ich bin ebenfalls entzückt, Kate Walker. Doch meine internen Prozesse scheinen gestört zu sein. Die Instinkte dieses Wirtskörpers widersprechen den meinen und... Oscar, ist alles okay? Oscar, nein, bleiben Sie hier! Oh weh, ich habe keine Kontrolle. Hilfe, bitte, Kate Walker, Hilfe! Oscar, wo wollen Sie hin? Ich kann nicht anders, Kate Walker. Es zieht mich fort. Oscar, halt! Kommen Sie zurück! Ich bin außer Kontrolle, Kate Walker. Hilfe! Hey, was zum... Kate Walker, Hilfe! Oscar, warten Sie! Oscar! Das Ding ist verrückt! Oscar, antworten Sie mir! Sagen Sie doch was, Oscar! Oscar, sind Sie da? Haben Sie einen Automaten gesehen? Einem kleinen Tier ähnlich. Oh, allerdings. Der kleine Schlingel ist in dieser Truhe verschwunden. Und? Haben Sie den Schlüssel? Oh, ich habe eine Menge davon an meinem Stand. Suchen Sie sich den richtigen aus und dann verschwinden Sie mit Ihrem blöden Schoßtier. Der könnte wohl zur Truhe passen. Der hier könnte zur Truhe passen. Vielleicht. Ich warne Sie. Der könnte es sein. Oder auch nicht. Ach, man muss doch irgendwie erkennen, welcher Schlüssel der richtige für die Truhe ist.
Der könnte es genauso sein wie jeder andere. Der ist es. Ah, da sind sie. Oscar! Nein! Nicht! Oscar, nicht bewegen! Ah, da sind sie ja. Verzeihung, Kate Walker. Es scheint, ich bin nicht in der Lage, die Instinkte dieses Körpers zu lenken. Er bewegt sich nicht. Durchhalten, Oscar. Ich finde etwas, um ihn herauszuscheuchen. Ich meine, Sie oder so. Sie wissen, was ich meine. Nein, den kann ich nicht. Hey, Moment mal. Kate Walker, was machen? Tut mir leid, Oscar. Etwas anderes ist mir nicht eingefallen. Sie müssen dagegen ankämpfen, Oscar. Hilfe! Kämpfen Sie, Oscar! Es geht nicht! Sie schaffen das, Oscar. Ich weiß es. Er sitzt in einer Sackgasse fest. Jetzt habe ich ihn. Oscar, was tun Sie da? Ich kann die infernalischen Instinkte der Kreatur nicht steuern. Helfen Sie mir, bitte. Okay, ganz ruhig. Braver Junge. So ist es gut. Brav. Wer will ein Leckerli? Wenn du jetzt herkommst, gebe ich dir eins. Komm schon her. Komm jetzt sofort hierher, sonst werde ich wirklich sauer. Oscar! Oscar, nicht! Oscar, bitte! Kommen Sie zurück! Ich brauche Sie! Was war denn das für eine Bestie? Nein, nicht schon wieder. Nicht Oscar. Ach, verdammt. Warum muss ich jeden verlieren, den ich liebe? Konnten Sie es einfangen? Nein, tut mir leid wegen Ihrer Vorarlbergkugel. Ach, nicht doch. Die wollte sowieso keiner. Im Schaufenster hat sie nur Platz weggenommen. Automaten faszinieren die Leute nicht mehr so wie früher. Es wird vermutlich niemand bemerken, dass sie weg ist.
Wirklich ein schrecklicher Verlust. Unsäglich schmerzhaft. Aber trotzdem danke für Ihre Hilfe. Es war mir ein Vergnügen. Auf Wiedersehen, Fräulein. Danke, Herr Müller. Ich werde zur Berghütte gehen, von der Sie mir erzählt haben. Wiedersehen. Komm schon, Kate. Herr Müller hat dir alle Informationen gegeben, die du brauchst. Und Oscar ist über alle Berge. Ich gehe besser zur Tram. Was zum Teufel macht mein Besen hier? Das verdammte Ding ist abgehauen, hm? Gut so. Das ist wahrscheinlich keine gute Idee, aber verführerisch. Nicht wirklich heimelig. Ich sollte besser schnell die Berghütte finden.
Danke, aber nein, danke. Oh, wie hübsch. Die Berghütte muss ein nettes Ziel für Urlauber gewesen sein. Niemand hier. War zu erwarten. Es ist so wunderschön, so ruhig. Aber was mache ich hier? Es heißt, Unglück kommt im Dreierpack. Erst Mutters Tod, dann die arme Katjuscha. Und jetzt Oskar. Ich kann nicht glauben, dass ich ihn wieder verloren habe. Bin ich verflucht? Zum Glück habe ich noch das Mädchen auf dem Bild. Etwas, in das ich meine Hoffnung setzen kann. Aber vielleicht mache ich mir nur etwas vor. Und warum ich? Warum nicht Katjuscha? Warum musste sie sterben? Es ist, als hätte das Bild mich erwählt. Es ist wunderschön hier. Doch ich weiß nicht, was mich hier erwartet. Aber es kommt mir richtig vor. Keine Ahnung, warum. Ich meine, warum bin ich mir so sicher, dass die Berghütte etwas mit dem Bild zu tun hat? Vielleicht bin ich nur eine hoffnungslose Optimistin oder eine verirrte Träumerin. Gibt wohl nur einen Weg, das herauszufinden. Herr Müller hatte recht, es ist eine ganz schöne Wanderung zur Hütte. Na, je eher ich loslaufe, desto schneller komme ich hin. Ein bisschen zu nah am Rand, finde ich. Ich brauche einen sichereren Platz. Was für eine fantastische Aussicht. Ich sollte mir einen besseren Platz suchen, um sie richtig zu genießen. Oh Mann, das ist wohl die Hütte da hinten. Na, dann halte ich mich besser ran. Hier bin ich besser vorsichtig. Zu viele umgestürzte Bäume und wackelige Steine für meinen Geschmack. Teufel, was war das?
Na, was haben wir denn hier? Sieht gar nicht alt aus. Im Gedenken an alle Widerstandskämpfer der Berge. Schade, dass ich keine Pause machen kann. Hier wäre ein schöner Platz zum Sitzen. Tipps für Wanderer? Danke, aber ich glaube, das kann ich so langsam. Oh, na, das war mal eine Wanderung. Ach Mann, jetzt auch noch eine Leiter? Oh, okay, auf geht's. Ich bin mir sicher, es gibt einen anderen Weg. Uff. Endlich. Oh.